Ich stehe jetzt hier mit einer Verkäuferin von Ten Burgers. Erstmal vielen Dank für das Interview. Gerne. Meine erste Frage wäre, was verkaufen Sie denn? Ich verkaufe, wie der Name verrät, Burger. Wir haben 10 verschiedene Kreationen und ja, achten besonders darauf, dass es größere Burger sind, dass da ordentlich was an Fleisch drauf ist und haben halt, wie gesagt, 10 verschiedene Kreationen, die das Ganze dann so ein bisschen machen. Okay, meine nächste Frage wäre, was ist denn der beliebteste Burger? Ich glaube, der beliebteste Burger ist der Bacon Cheesy, ist aber auch mein Favorit, vielleicht denke ich das deshalb. Ich glaube halt, weil gerade diese Kombination aus Käse und Bacon sehr beliebt ist und ja. Was sind denn Ihre nächsten Plätze? Danach sind wir in Neukloster und ich glaube, danach kommt Aschaffenburg und dann sind wir schon wieder in der Post und hoffentlich auch nicht nach Freiburg. Okay. Wie stellen Sie denn die Burger her? Wir benutzen Brioche-Brötchen, keine normalen Sesambrötchen. Achten darauf, dass es 100% so neutraler Rind ist. Haben da auch ordentlich leckere Patties, also 180 Gramm. Und ansonsten stellen wir die her, wie man Burger herstellt. Also zum Beispiel gebraten, Brötchen angeröstet und Soßen, Salaten, Tomate, alles mögliche. Okay. Welches Fleisch verwenden Sie denn hauptsächlich? Wir verwenden nur 100% Simmentaler Rind, 180 Gramm Patties, wie ich schon gesagt habe, und für den orientalischen Burger haben wir Chicken Patties, die in so einer Crisp-Parmesan sind. Welchen Burger können Sie denn uns empfehlen? Empfehlen kann ich, glaube ich, jeden meiner Burger, weil ich auch jeden schon mal probiert habe. Aber wie gesagt, der Bacon Cheesy ist mein Favorit. Wie läuft eine Phase zu kreieren eines neuen Burger? Die Phase, gute Frage. Also wir hatten am Anfang eine ganz andere Karte und ich glaube beim Verkaufen merkt man, was läuft eher weniger. Und da fängt man dann halt an auszutauschen oder man merkt, okay, Käse ist sehr beliebt, vielleicht machen wir nochmal irgendwas anderes mit Käse und so entsteht dann nach und nach ein neuer Burger. Okay, dann danke ich mir für das Interview und wünsche noch viel Glück mit der Bude Ten Burger. Dankeschön, viel Spaß euch noch. Danke.